Ein wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Horizon Zero Dawn. Und wir starten wieder in eine neue Woche. Wir haben ja noch wunderbar letzte Woche richtig Gas gegeben und haben fast eine Doppelfolge rausgehaut. So, pass auf. Ich würde jetzt sagen, wir machen jetzt erstmal eine Nebenquest. Ich habe die schon rausgewählt und zwar den Schachzug der Dame. Das geht halt darum, dass man hier den König retten muss, diesen Kleinen, der im Schattenkajal-Reich liegt. Und ja, warum habe ich die rausgesucht? Weil die direkt hier neben dran ist. So, deswegen reiten wir jetzt mal dorthin und mir ist aufgefallen, hier sind so wieder diese, ja, Zerbrecher. Ich weiß nicht mehr gerade, wie die heißen, ist aber egal. Wir ignorieren die einfach mal. Also wir fangen hier mit der Quest erstmal an, ne? Also schön gemütlich starten wir jetzt in die Woche. Wir werden noch natürlich gut Farming machen diese Woche. Und. Ich renne hier einfach mal weiter, obwohl das falsch ist. Dann rennst du dahin. Hätte mal früher einschlagen können, ne? Also ich möchte halt gern mit denen nicht... Steinbrecher, so hießen die, genau. Steinbrecher. Mit denen will ich nichts zu tun haben. Hier hast du einen Blümchen-Eloy, die kannst du mal gut, gut mal aufsammeln. Und hier auch. Oh, hier liegt schon ein bisschen was rum, so Menschen und so. Wir gucken mal. Also es geht im Endeffekt darum, dass wir helfen, dem kleinen König zu fliehen mit seiner Mutter. Und dass die nach Meridian kommen, ne? Dann werden wir das mal so machen. Wir plündern aber erstmal, ne? Sind ja noch nicht bei denen, also vermissen sie uns gerade auch noch nicht. So, pass auf. Erstmal nehmen wir mal den da, mein guter Bogen. Den mag ich ja so sehr. Also hier sind aber viele gestorben, ne? Vor allem ist halt gut, dass Eloy jetzt auch noch schön viel Medizin hier findet. Die brauchst du nämlich, ne? Damit die Tasche, ihr kleines Pocket, wieder gefüllt wird hier. Hier noch? Noch ein bisschen hiervon, noch ein bisschen davon. Was sagt denn unser Reinholz? Eieieiei. Eloy, 1600. Ich glaube, du hast mehr als genug. Das sollst du mal in Zukunft einfach mal ignorieren, ne? Wir gucken mal ein bisschen zu ignorieren, bis du wieder unter 1000 kommst, so. Das wäre mal nicht schlecht. Eine Reisetasche brauchst du... Rohstoffvorratskiste ist es gar... Nein, Eloy, wir haben doch gerade erst drüber gesprochen, du sollst es sein lassen. Ah, die ist so ein Kleptoman, ne? Hundertprozentig. Das ist ja Wahnsinn, die steckt dich ja wirklich alles in die Tasche. Oh, was haben wir denn hier? Ist das wieder so ein Kotzbrocken-Ding wie von dem einen letzten Mal? Oh. Ich hätte einen Wagen mitnehmen sollen. Eloy, vollkommen deiner Meinung. Du hättest definitiv mal einen Wagen mitnehmen sollen. Pass auf, wir gucken mal. Herstellung, nee, einfach nur Inventar, Rohstoffe. Was könnten wir denn hier mal noch günstig verkaufen? Ich möchte gar nichts verkaufen, ne? Aber ich habe so viel von allem, brauche ich ja gar nicht. Ich könnte tatsächlich mal hingehen und da es so viel Reinholz dabei hat. Einfach mal diesen Stack hier, ne? Halten, entfernen, so. Schmeiß den mal raus. Den brauchst du jetzt nicht. Halten, durchsuchen. Weil das ist mir lieber, ich nehme das Geflasht damit. Oh. Das ist erschrocken, ne? Ich mag das nicht, wenn das hier so wackelt, ne? So, Aufnahme läuft, alles läuft super, es sieht gut aus. Dann müssten wir das auch hinkriegen. Aber wir haben ja Zeit, wir haben ja null Stress, ne? Wir hetzen uns nicht, wir stressen uns nicht. Wir machen entspannt hier. So, wir gehen mal hier hoch, sollte so ein Gegner kommen. Ich habe da irgendwie keinen Bock drauf, ne? Hm. Wie muss ich da hin? 130 Meter in die Richtung? Dann soll ich mal da hinlaufen. Wir laufen doch jetzt dahin, ist ja nicht mehr so weit. Warum bin ich denn überhaupt hier runtergekommen, wenn ich da gar nicht hin muss? Ich muss ja da hoch. Ach, ist doch egal. Kann ich seitlich... Ich muss aber schön auf den Berg, ne? Ja, kann ich denn seitlich hier hochrennen? Da würde ich mich drüber freuen. Ganz ohne Stress. Das, da müsst ihr euch schaffen. Hör mal. Wer doch gelacht, wer nicht. Okay. Hab heute wieder Bock, ne? Heute ist zwar normalerweise mein Minecraft-Day, aber ich habe jetzt Bock auf Horizon Zero Dawn zu spielen. Deswegen zocken wir heute Horizon Zero Dawn. Das ist halt immer so schön, wenn man sich raussuchen kann, was man zocken möchte. So, hier hin und dann bis vorne auf die Spitze. Und hier soll die Mutti mit dem Kind sein. Ah, tatsächlich. Du scheinst ein bisschen angeschlagen zu sein. Ich save erstmal. Und erstmal durchsuchen wir die Taschen, ne? Ich habe schon zu viel dabei. Ja, Eloy, das ist der Klassiker bei dir. Super. Okay, jetzt sprechen wir mal. Du bist 13 hoher Dief, stimmt's? Vanasha schickt mich. Was ist passiert? Ich wurde reingelegt, das ist los. Vanasha hat mit den Wimpern geklimpert und mit den Hüften gewackelt und uns Reichtümer versprochen. Macht einfach den Weg frei, sagte sie. Umgeht die Truppen und erledigt ein paar Wächter. Ist doch kein Problem.
Wir konnten ja nicht ahnen, was für ein Monster da unter der Erde lauert. Oh je. Warum lasse ich mich auch mit solchen Frauen ein? Okay, Vanasha. Warum sollte Vanasha euch betrügen? Mein Trupp kam nach Sonnenfall, weil wir von hohen Kopfgeldern gehört hatten. Sie bot uns das Höchste an, genug, um sich zur Ruhe zu setzen. Ich war selbst schuld, den Köder zu schlucken. Ich hätte wissen müssen, dass das ein böses Ende nehmen würde. Ja, also hätte ja auch klappen können. Also erstmal rausfinden, um was es jetzt genau geht. Also scheinbar hat die ein bisschen hier verarscht. Naja, den Weg freimachen. Ihr solltet also einen Weg für Nasadi und Itamin sichern, aber es klappte nicht. Bei ihr klang das alles so einfach. Findet den besten Weg zum See und sichert ihn. Was könnte schiefgehen? Tja, ganz schön viel. Ab Maul. Wie etwa ein blutiger Tod im Maul einer abscheulichen Bestie. Ja, ein Schnappmaul halt, ne? Monster, was erwartest du dich? Guck mal, wo du hier lebst. Das ist kein Spaziergang. Etwas aus der Erde griff euch an. Oh, das hast du dir gut gemerkt, was? Ich hab mich gefragt, warum die Schattenkaja den Weg nicht bewachen. Tja, ist nicht nötig. Ein riesiger Dämon macht das für sie. Er gräbt einen Tunnel im Dreck, bricht durch die Erde und spuckt aus seinem stinkenden Maul. Ich hab's überlebt. Meine Kameraden aber nicht. Es wäre traurig, wenn sie nicht alle Mistkerle gewesen wären. Okay. Ich muss diese Maschine erledigen. Ich glaube, das ist genau dort, wo wir gerade waren, ne? Aber zum Glück war die noch nicht aktiv dort. Finde ich mal gut. Also wir werden es jetzt eh rausfinden. Vanasha wird bald hier sein mit Nasadi und Itamin. Ich muss diesen Dämon vernichten, bevor sie ankommen. Du bist nicht so helle, oder? Hey. Tja, unser Kampf war nur kurz, aber... Ich sag dir, was ich weiß. Er ist komplett gepanzert, aber am Rücken weniger. Und unter der Erde kann er dich nicht aufspüren, wenn du stillhältst. Du kannst vielleicht sogar verhindern, dass er überhaupt abtaucht, wenn du seine krummen Arme hart genug triffst. Mehr kann ich nicht bieten. Aber ich werde zu deiner Beerdigung kommen, bevor ich was trinken gehe. Okay. Sinn macht es, was er sagt, ne? Erledige Maschine am Pass, okay. Aber welchen Pass? Jetzt müssen wir erstmal rausfinden, welchen Pass. Ja, das ist genau dort, wo wir gerade waren, ne? Hier unten. Wie geil, wir haben da schon alles. Ja, ja, die scheint eine Party zu machen da unten. Das ist mein Pferd, ey! Okay, cool. Ich muss aber kurz mal gucken, wie die nochmal ging, ne? Also, weil... Moment. Controller. Danke. Steinbrecher. Also, Shreshy ist Eis. Überall. Krabbearm. Ja, die sollte man versuchen abzuschießen, dass er nicht mehr untertaut. Aber das war schon in diesem Bergbau so schwierig. Also ich habe es ja nicht mal annähernd geschafft, weil der so unfassbar schnell ist. Und sonst hat er gar nichts. Hat Bäuchle. Aber dafür müsste er erstmal oben sein. Okay, das heißt, wir müssen irgendwas haben, was auf jeden Fall Eis macht. Zum Glück habe ich das ausgerüstet. Aber die Frage ist, wenn ich den hier mit dem Fesselseil mache, kann der dann abtauchen? So, ich habe eine Idee. Wir gehen jetzt in den Inventar, Waffen, und dann tauschen wir die andere Schleuder. Wo ist denn die? Das ist die, ne? Ja, die setzen wir nach unten. Ich tausche die gegen die, dann habe ich zwei aktive Schleudern. Das finde ich gut. Ich erzähle euch auch warum. Und dann kann ich einmal hier auf Eis wechseln und kann hier auf die nach oben wechseln. Und die hat ja unfassbar viel Damage an der Fläche, ne? So, und dann kriegen wir das hin. Hat zwar keinen Abriss, aber hat unfassbar viel Damage. Und ich sollte die hier mal noch herstellen, weil sonst macht sie hier gar nichts mehr. Drei Stück. Nee, dann warten wir kurz. So. Dann greifen wir mal hier aus der Ferne an, ne? So. Das reicht. Taucht sie ab natürlich. Ah, blöde Maschine. So, pass auf. Hier. Und jetzt gucken wir mal, dass wir das einigermaßen dahin kriegen, ne? Gut Damage machen. Oh ja, die hier gehen aber easy going, ne? Aber was heißt easy going? Wieso easy going? Jetzt kommt der von mir raus. Oh, das war Glück. Oh, das war aber richtig Glück. So, wieder Frosty. Ich hoffe nur, dass ich das da gut überlebe jetzt. So, wir haben ihn noch einmal gekriegt. Ja, der taucht so schnell wieder ab. Da, bam. Das ist wahrscheinlich nicht die effizienteste Methode, aber sie funktioniert. 10 Schuss hat er gebraucht. Das ist schon heftig, ne? Super, den haben wir.
Finde ich gut. Natürlich kannst du das jetzt wieder nicht heben. Ah. Doch. Geil. Okay, super. Das heißt, jetzt darf ich wieder mit dem Komischen da oben sprechen, ne? Ah, guck mal hier. Wenn man gleich wieder. Oh, guck mal hier, was sind da? Panorama? Kein Panorama. Okay. Leiste deinen Beitrag. Wir leisten jetzt gar keinen Beitrag. So, hallo mein Freund, ich bin wieder Sonne. Hier. Guck mal hier. Hallo? Ganz allein geschafft. Meine leuchtende Sonne, ich glaube es nicht. Ich dachte, der Steinfresser würde dich zermalmen. Gib jetzt nicht an, Neloy. Nach diesem Wunder können wir nur noch warten. Vanasha wird bald hier sein, mit einem Boot, das die Königsfamilie über den See bringt. Ja, dann wird sie ihr Versprechen ja hoffentlich halten, ne? Dass sie Reichtum kriegen. Aber wäre ja kein Problem. Ist jetzt alles erledigt. Da ist der kleine Bubele. Ah, kleine Jägerin. Wie schön, dass du wirklich die Leibwächterin für uns spielst. Wo sind deine Männer, Huadif? Gut. Du siehst aus, als hätte dich ein Monster ausgespuckt. Das trifft die Sache schon ziemlich genau. Der Weg ist frei. Können wir los? Ich mag, dass du immer so direkt bist. Und diesmal hast du recht. Sie werden uns schon bald verfolgen. Keine Sorge, Strahlender. Wir haben exzellenten Schutz. Kann ich bestätigen. Okay. Das ist ein Hinterhalt noch. Hundertprozentig. Oh nein. Da kommen die Schattenkaja und sie sind sehr wütend auf mich. Ich halte sie auf. Sehr nobel von dir, doch was ich anfange, bringe ich auch zu Ende. Aber etwas Hilfe ist willkommen. Huadif, bring Itamen und seine Mutter zum Ufer. Vorsichtig. Der ist doch selbst schwer verletzt. Es ist also soweit. Ich muss sagen, nach 2 Jahren unter der Fuchtel dieser Eiferer bin ich bereit, Blut zu vergießen. Okay. Eloy sowieso. Mal hier. Wo sind sie? Moment. Verfallen wäre nett. Ja, platziere Fallen in der Schlucht. Das wäre wirklich mal nett, ne? Hast du gut gelesen. Pass auf, ich brauche Fallen. Welche Fallen möchtest du denn haben? Wie wäre es mit einer Überraschung für sie? Ja, könnte man. Muss man aber nicht. Aber Fallen sind ja doch eher, das sind doch die hier unten, ne? Mit denen den Schnee spielen. Aber pass hast mal auf. Hast du wirklich keinen Fallen, kleine Jägerin? Jetzt stress mal nicht hier. Wir setzen jetzt mal hier ein bisschen Fallen aus, ne? Man kann auch natürlich Stolperdraht und sowas setzen, aber wir machen das jetzt so. Ich habe die eh noch nie benutzt. Man sollte immer vorbereitet sein, ja? So. Die werden nicht darüber fallen. Halt! Was war das? Wo rennst du denn hin? Daneben. Vollen Headshot. Oh. Easy going, bitte. Also das ist nicht alles. Ich kann mir das nicht vorstellen. Das ist viel zu einfach. Das hat Spaß gemacht. Ja. Aber das war noch nicht alles. Dachte ich mir. Da sind noch mehr. Mach dich bereit. Habe ich mir meine ganzen Fallen hingesetzt und ich brauche die nicht mal. Soll mal öfter mit Doppelschuss arbeiten oder so. Aber zweifle, dass denen das gefallen wird. Wir haben eine neue Stufe. Den gar nicht. Da. Hey. Mit deinem Raster kannst du woanders hingehen, ne? Zack. Ich bin etwas ins Schwitzen gekommen. Das war's schon?
Moment, wir reden erstmal noch mit ihr. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das so easy ist. Also das kommt mir ein bisschen komisch vor. Zu einfach. Vor allem, warum soll ich Fallen ausstellen? Ich will es nicht beschreiben, aber ich glaube, das war's. Echt? Etwas spät, oder, Gentlemen? Verzeihung, Ma'am. Das Boot wartet. Ah. Mist, zu früh gefreut. Das ist meiner. Los zum Boot. Eloy. Ich glaube, der ist nicht so ganz meine Liga. Wenn ihr irgendwas passiert, werde ich richtig sauer. Wir gehen nirgendwo hin. Leute, bleibt hinten dran. Eloy erklärt. Wen haben wir denn hier? Oi, 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 oi. Okay, ich würde sagen, wie immer, ne? Geh erstmal weg. Muss auch richtig schießen, ne? Komm, schnell. Zack, die kommt weg. Dann kommt vorne die Dings weg, ne? Die Kanone ist. Mal hier immer Ruhe reinkriegen in die Bude. So, noch die eine. Super. So, jetzt aber. Super. Weg damit. Dann hat er nur noch den einen Angriff und oben noch diesen Radar, ne? Ja, wenn ich ihn nur treffen würde. Hier sind wir doch richtig gut. Boah, easy going, ne? Kommt er scheinbar mal nicht so richtig hin. Pass auf. Dann da. Drei Stück. Ja, so viel zum Thema. Komm, ich hier hin. Komm, renn hoch. Die Leute, muss auch richtig rennen. Rennen. Hinten dran. Und dann nehme ich seine Waffe. Super. Und dann hau mal um, ne? Was der aushält, ne? Keine Munition. Nächste Waffe. Wo liegt die zweite? Die lag doch irgendwo hier hinten, ne? Endlich. Ah, da liegt sie. Er ist da unten beschäftigt. Für mich ist das okay. So. Aber die macht nicht so viel Damage, ne? Ja, schön ins Herz. Oi, schön. Jetzt ballerst du richtig da drauf, ne? Komm, bumm. Gib ihm Schmackes, ne? Gib ihm alles. Solange er da bleibt, ist alles okay. Vielleicht hinten noch die Behälter abschießen, ne? Das ist ja auch keine schlechte Idee. Ja, komm, dreh dich um. Super. So soll das sein. So gefällt es mir. Dreh dich um. Nicht auf mich gucken. Ja, der liegt gleich unfassbar los, ne? Obwohl, was soll der denn kurzartig hier loslegen? Der liegt auf dem Boden. So, schön in den Bauch hier. Jetzt liegen die Zellen frei, ne? Die muss man doch... Man das nicht mit... Oh... Nicht übertreiben. Komm, bleib mal an den Bomben. Das kannst du gut. Bleib an den Bomben. Ja, ja. Mein Freund, wo bist du? Ich glaube, die müssen mit Eis abgeschossen werden. Ich weiß es aber gerade nicht mehr, ne? Egal, ich mach das jetzt so. So, und die letzte. Bam. Sauber. Sauber, Eloy, sauber. Ganz sauber. Souverän geklärt. Mit Bomben. Sie ist feingefühlig, kein ne? Platz so. Mehr. Wie kein Platz mehr. Da müssen wir höchstens sagen. Ach so, das geht. Metallbrandbomben. So, wo krieg ich denn die irgendwo eingepackt? Nö. Okay. Cool. So, jetzt? Ne. Metallbrand. Ja, ich will nichts zerstören. Das hast du mir schon tausendmal gesagt. Eloy, sammel. Nein, ich wollte nur die Blume da. Oder, guck mal hier, die kannst du wieder einsammeln, ne? Wir sind da nicht hier, um Sachen zu verschwenden. Weg da, danke. Ah ja, so eine riesige Waffe steckst du einfach up in die Tasche. Sieht aus, als wäre ich sicher. Sieht aus, Eloy. Hast du gut gemacht. Ne, wollte ich nicht. Willst du mich verarschen? Mm-hmm.
kommst du denn her? Okay. 6 Pfeile gefühlt gebraucht? Gib dich zur Kiste. So, das werde ich machen. Wir gehen natürlich zur Kiste. Und dann gucken wir uns das mal an, ne? Schön gemütlich. Hier noch ein bisschen Kraut sammeln für Eloy. Das mag sie. Bisschen gegenheilen. Nee, aufheben. Jetzt hat sie was entdeckt. Jetzt hat sie entdeckt, dass sie Fallen setzen kann, ne? Oh, Eloy. Guck mal, jetzt sind die alle noch hier. Ah, ist ein bisschen Fleisch, bisschen Fleisch. Nam, 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 nam. Bisschen Fleisch, bisschen Fleisch. Mir egal, lass mal sie fliegen. Brauchen wir eh nicht mehr. So, komm mal, ich misch auch mit. Nicht besonders königlich, oder? Egal. Naja, in der Not frisst der Teufel Fliegen. Gehen wir an Bord, ja? Pff. Hauptsache, kommt rüber. Egal. Ne? Muss ich die Yacht haben? Hauptsache, du schaffst es. Aber geil gemacht, das Bootchen, ne? Hast gut gesäubert, Eloy. Ist alles sauber. Du hast etwas Gutes getan. Vielleicht sogar einen Krieg beendet. Oder? Vielleicht. Doch mein Krieg geht noch weiter. Ja. Frage ist, jetzt kann man natürlich von Entführung sprechen und deswegen geht der Krieg natürlich umso stärker weiter, aber kann ja sein, dass sich das hier, die Situation jetzt tatsächlich beruhigt. So, geil gemacht, ne? Unfassbar geil. Die Hafenstadt, wo wir schon mal drin waren, oder? Ja, geht ja nicht, das wäre ja im Schattenreich, ne? Ja, das hier ist Meridian. Itame, mein Bruder. Willkommen zu Hause. Du hast nichts zu befürchten. Du stehst jetzt unter dem Schutz des Sonnenreiches. Meinem Schutz. So wie deine Mutter. Ihr wird nichts passieren. Du hast mein Wort beim Gesetz der Sonne. Eloy, dein Einfluss zeigt sich wirklich überall. Ja, oui. Du hast so viel für das Sonnenreich getan und ich weiß das wie immer zu schätzen. Ich danke dir. Möge das Licht mit dir sein. Eloy nimmt alles. Licht, Schatten, Dämmerung. Egal. Sonnenaufgang. Schrecklich. Ich habe das hier 2 Jahre lang vorbereitet und der Rotschopf heimst die Lorbeeren ein. Ich krieg doch mein Geld, oder? Sei froh, wenn ich dich leben lasse. Ohne dich hätte ich das nie geschafft. Was? Wenn wir uns wiedersehen, werde ich mich richtig bedanken. Ich verspreche es. Man soll keine anheuern und dann zu ihm sagen, kannst froh sein, dass ich dich leben lasse, ne? Nebenquest abgeschlossen. So, wo bin ich denn hier? Na gut, es ist so Meridian, aber Meridian ist doch hier. Das ist so ein Außenposten von Meridian, ne? Kann man hier dann über so eine kleine Brücke da vielleicht so rüber? Ja, das ist ein Aquädukt, ne? Ja. Aber hier sind ein paar Quests. Das finde ich beispielsweise wieder richtig gut. So, pass auf. Jetzt müssen wir mal gerne hier ein bisschen umgucken, ne? So, was finden wir hier denn hier so alles? Je länger der Streit mit den Schattenkadern dauert, das Ding jetzt nicht gescannt. Werden die Preise steigen. Bisschen Sonnenfall. Ja, wir gucken einfach mal. Einfach so ein bisschen links, bisschen rechts, ne? Vielleicht ist ja hier irgendwas oder auch nicht. Aber es geht einfach darum, jetzt einfach gerade mal hier ein bisschen Pausen zu machen. Eloy hat ja gut gekämpft gerade, ne? Und jetzt gucken wir, dass man die Quest mal angeht. Aber es sieht schön hier aus. Also, mir gefällt das, ne? Aufpassen, Eloy, nicht, dass du runterfällst, ne? So, hier, Quest. Selbst in guten Zeiten mache ich kaum Profit.
Besonders, weil ich immer so viel wie möglich den Bedürftigen gebe. Nobel. Möchtest du etwas Obst? Genieß es lieber, bevor sich jemand mit dem Rest davon macht. Hat dich denn jemand bestohlen? Ja, beinahe jede Nacht. Nicht so viel, dass ich zumachen muss, aber genug, um weh zu tun. Das bitter. Hinweise? Hat der Dieb Spuren hinterlassen? Ein paar Schalen von Früchten am Lagerhaus. Keine Hinweise. Doch. Warum gehen die Wachen dem nicht nach? Die Wachen geben Tieren die Schuld. Doch das glauben sie selbst nicht. Sie haben wohl andere Sorgen als meinen schmalen Lebensunterhalt. Kann ich nicht verstehen. Wenn sie ja schon Wachen sind, sollen sie sich drum kümmern. Verdächtige. Hast du irgendeinen Verdacht? Die meisten Leute hier kenne ich seit der Kindheit. Ich glaube nicht, dass sie Obst stehlen würden. Was aber ein paar andere Sachen angeht. Aber gut, wenn du nichts mehr zu essen hast, ne? Ich werde das untersuchen. Natürlich machst du das, Aloy. Was denn sonst? Du bist ja dafür da. Du hast ja sonst keine Probleme. Hast ja gerade auch erst gesagt, ne? Dein Krieg geht weiter. Aber hey, wir kümmern uns jetzt um Obst. Das ich kann Spuren lesen. Ich kann den Dieb suchen. Wirklich? Vielen Dank. Du könntest in meinem Lager am Fluss anfangen. Jemand muss verzweifelt sein, zu stehlen, statt einfach zu fragen. Mal sehen, was ich finde. Das stimmt. Hast du aber vollkommen recht, ne? Man kann auch ruhig mal fragen. Aber wo ist noch eine Quest? Da haben wir noch eine Quest und hier haben wir ein Lager. Boah, hier würde ich mich auch gerne niederlassen. Ja, guck mal, wie angenehm schön das hier ist. Sehr coole Gebäude. Gefällt mir. Gefällt mir richtig gut. Da haben wir noch eine Quest. Ach, guck mal. Und er hat bestimmt ein Problem, weil seine Angel ins Wasser gefallen ist, oder was? Lass mich in Ruhe. Siehst du nicht, dass ich am Suchen bin? Ach, was? Okay, was ist los? Ist jemand reingefallen? Nein, ich... Hast du ein Mädchen gesehen, etwa 17? Ich kann es nicht sagen. Glaubst du, dass sie sich umgebracht hat? Ich weiß es nicht. Elida, meine einzige Tochter, sie ist weg. Das ist auf jeden Fall mein richtiges Problem. Ja, da suche. Wer sucht sonst noch nach ihr? Ich sagte den Wachen, dass sie weg ist, doch das war wohl sinnlos. Sie sagen, in dem Alter laufen Mädchen öfter weg, nicht meine Elida. Ich habe ihre Freunde gefragt. Doch sie haben sie seit Wochen nicht gesehen. Oh, Wochen? Oh. Warum weiß ich das nicht? Aber sie suchen sie. Ich war schon überall. Und dann dachte ich, sie könnte hier im Wasser sein. Bei der Sonne. Ja, das ist natürlich bitter, ne? Wenn man sein Kind dann irgendwie verliert oder so, das kommt nicht mehr zurück. Natürlich, Teenager sind natürlich immer ein bisschen schwierig manchmal. Aber wenn sie dann nicht mehr wiederkommen oder die Freundin nichts mehr davon gehört hat, seit warum, dann ist es höchstwahrscheinlich, dass er irgendwie verloren gegangen ist, ne? Oder entführt oder was auch immer. Zuletzt gesehen. Wo sahst du sie zuletzt? Gestern Abend. Zu Hause. Es ging ihr besser. War sie krank? Sie wirkte so betrübt. Da freute es mich, dass sie in den Garten wollte. Aber sie kam nicht wieder. Okay, hat er nicht gerade gesagt, dass die Freundin sie seit Wochen nicht gesehen hat und er hat sie noch gestern Abend gesehen? Dann ist er noch nicht wirklich weg. Gut, kann man so nicht sagen. Ungewöhnliches. Hat sie sich denn ungewöhnlich verhalten? Sie war wie ein anderer Mensch. Sie war ein glückliches Kind. Spielte draußen mit den Jungs. Was ist passiert? Ich weiß nicht. Sie ist grundsätzlich anderer Meinung als ich. Hasst die Waffenruhe. Glaubt, wir hätten den Krieg gar nicht erst führen sollen. Seit Monaten sehe ich kein Lächeln. Sie hockt immer in ihrem Zimmer. Ich hätte auf sie achten müssen. Das sind schon irgendwelche Anzeichen auf jeden Fall, dass irgendwas nicht stimmt. Ne? Ist natürlich immer schwierig, wie willst du das aus dem Teenager rausprügeln, wenn er denen nichts sagen will. Ne? Man kann ja nur Hypothesen aufsetzen, ne? Krieg? Ist dem Krieg was passiert, das sie aufgebracht hat? Er hat alle aufgebracht. Die Grausamkeit des verrückten Königs. Das Blut auf der Straße. Itamens Männer stürmten auf der Flucht hier durch. Es gibt jetzt eine Waffenruhe, aber Elida grübelt mehr denn je darüber. Es macht ihr Sorgen, dass unser Volk so entzweit ist.
Ja, schwierig, das kann ich suchen. Versteht. Ich suche nach deiner Tochter. Ich kann Spuren lesen. Ich kann sie suchen. Wo war sie zuletzt? Im Garten. Bitte. Vielleicht findest du dort etwas. Ich tue mein Bestes. Möge die Sonne dich führen. Interessant, interessant. Sonnen und Schatten, ja, so ist das halt. Okay, da haben wir schon wieder viel erlebt in dieser ersten Folge. Ich wollte es noch entspannt angehen. Aber so ist das. Manchmal kommt es schneller, als man denkt. Also, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Morgen machen wir genau hier weiter. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.